YouTuberin. Eine Wortschöpfung, ja, ein Beruf. Und all das gab es vor 15 Jahren noch nicht. Die dominierende Videoplattform hat nicht nur neue Persönlichkeiten hervorgebracht, Stars, Millionäre, Meinungsmacher. Nein, YouTube hat unseren Alltag insgesamt verändert, unsere Sehgewohnheiten. YouTube ist Bühne, Ratgeber, eine Unterhaltungs- und Infomaschine und ja, auch ein riesiges und nicht unumstrittenes Business. Markus Tischer mit einem etwas genaueren Blick anlässlich des 15. Geburtstages von YouTube. All right, so here we are, one of the elephants. Das allererste Video zeigt einen der Gründer von YouTube vor einem Elefantengehege. Eine Szene aus dem echten Leben. Szenen aus dem Leben, die Suche nach dem Echten, beherrschen YouTube noch immer. Und dennoch, in 15 Jahren hat sich viel verändert. YouTube hat seine Unschuld verloren. Das meint Philipp Wampfler, ein Zürcher Lehrer und Buchautor über Social Media. Seit ein paar Jahren ist das ja so, dass die Inhalte mit Werbung versehen werden, dass das ein riesiger Markt ist, wo YouTube bald auch in die Nähe von dem kommt, wo das ganze Fernsehen in den USA mit Werbeeinnahmen einnimmt. Und von dem kommen natürlich Produzentinnen und Produzenten einen Anteil über, sodass jetzt die Leute auch einfach wegen Geld Videos machen. Er ist ein Großer auf YouTube. Der US-Amerikaner Casey Neistat zeigt in seinen Videos seine Reisen, seine Welt und seine Ansichten. 12 Millionen Menschen haben den YouTube-Kanal abonniert. Damit ist er zum Millionär geworden. Ein Pionier und Vorbild für andere YouTuber. Er ist eine Art Genie. Genie in dem Sinn, von er kann das Genre so nutzen, dass etwas Neues passiert, was man so noch nie gesehen hat. Er hat auch also Tricks wie er legt eine Sonnenbrille an, damit man immer das Gefühl hat, dass sein Blick an den richtigen Ort geht und das erleichtert gewisse Aufnahmen. Und viele andere übernehmen dann also formale Darstellungsformen, aber auch inhaltliche Sachen von diesen verschiedenen Pionieren. Auch Julia Graf, erfolgreichste YouTuberin in der Schweiz, zeigt sich in Sonnenbrille auf Reise. Auch ein bisschen die Sehnsucht oder der Wunsch, das Leben auch können zu führen, wo sie führt. Doch ihr Kerngeschäft ist die Schönheit, Beauty. Hi everyone, welcome back to my channel. Wish it were me. Sie schminkt sich einmal in der Woche auf Englisch, damit möglichst viele Menschen ihr zuhören können. 761.000 haben diese Tipps im Abonnement. Also wenn man jetzt so eine typische Mode-YouTuberin nimmt, dann ist das so, dass sie zeigt, sie kommt von diesen grossen Labels, kommt sie Schminke und Kleider geschenkt über. Und man denkt, das möchte ich auch. Gigantische Aufmerksamkeit genießt seit Jahren ein Schwede, der sich PewDiePie nennt. Mit Videospielen, die er mit seinen Kommentaren begleitet, hatte er zuletzt 103 Millionen Abonnenten. Um diese Aufmerksamkeit auf YouTube zu halten, überschritt er dabei teilweise ethische Grenzen. Kokettierte in Videos mit Nazi-Symbolen, äußerte sich antisemitisch. Man kann schon sagen, das Ideale ist, wenn es so etwas wie eine Redaktion gibt, wo also Stars auch wie wieder ein bisschen in ein ethisches Korsett einbinden kann. Und das passiert bei diesen YouTube-Stars, ist es ein bisschen willkürlich. YouTube-Stars äußern sich auch ganz deutlich politisch. Einen wie Rezo hatten in Deutschland nur die ganz Jungen auf dem Schirm, als der letztes Jahr sein Video «Die Zerstörung der CDU» ins Netz stellte. Ich werde in diesem Video zeigen, wie CDU-Leute lügen, wie ihnen grundsätzliche Kompetenzen für ihren Job fehlen. Aber was genau treibt sie an, die neuen Meinungsmacher im Netz? Seid ihr das, weil es seine Meinung ist, dann würde ich sagen, voll okay, es kann jeder seine Meinung sagen. Sagt er das, weil er Geld dafür bekommt, dann ist es ein Problem. Ich will nicht sagen, dass er das wegen dem sagt, aber wir könnten uns in den nächsten Wahlen einen YouTuber vorstellen, der einfach 300'000 Euro bekommt, um so etwas zu sagen. Und dann gibt es wirklich Schwierigkeiten. Und da, glaube ich, ist vor allem in der Schweiz Naivität recht hoch, was man mit wenig Geld im Netz machen kann und was auch tatsächlich schon gemacht wird. Was ist echt, was inszeniert und wie viel Kommerz steht hinter den Botschaften auf YouTube? Diese Frage stellt sich immer stärker, seit YouTuber von ihren Videos gut leben können.